So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus Kleingarbach. Ja, der Tabellenzweite, die SKSK 2000 aus Städten-Kleingarbach, hat heute unbequem Besuch. Der TSV Rotenheim ist zu Gast. Eine Mannschaft, von der man weiß, ja, eigentlich gar nichts, da kann alles passieren an so einem Spieltag. Dieses Event wird präsentiert von Preavaris, Ihrem Institut für professionelle Ernährungsberatung und Prävention. Medizinisch begleitet. Mehr Informationen unter preavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Casteller Baukonzept, CIC Casteller Immokonzept, ARTA, Ihr Malerbetrieb, Hornung aus Heilbronn, Drive Legends, Premium Autopflegeprodukte, Fußball im BW und Johnnys Sportbar, Schulgasse 3 in Heilbronn. Ja, natürlich möchte die SGSK 2000 auch in diesem Heimspiel hier wieder 3 Punkte einfahren und begann relativ zügig hier über Selami Zehren. Ball wird geblockt und dann der Schuss aus 16 Meter nur ganz knapp am Tor vorbei. In der 6. Minute dann Ballgewinn der Hausherren. Schöner Pass auf Serpen Bakacak, der war übrigens nicht im Abseits. Ich habe das angeschaut im Standbild. Und Thomas Lunzer schließt ab die Führung für die Hausherren. Bakacak, Lunzer zum 1:0. Ja, und wie gesagt, ich habe mir das im Standbild nochmal angeschaut. Habe es jetzt aber nicht da. Serpen Bakacak beim Abspiel auf gleicher Höhe. Kein Abseits. Sah ein bisschen so aus, war es aber nicht. Und Thomas Lunzer schiebt hier ein. Frühere Führung für die Städten-Kleingartacher. Ja, nichts Besseres kann da passieren gegen den stiefstehenden TSV Rotenheim. Die kam dann aber hier in der 16. Minute. Das erste Mal Sebastian Hausmann spielt den Ball aber fast ein bisschen zurück zu Simon Horn. 2 Minuten später, nächste Möglichkeit für die Gäste. Langer Ball. Und dann, ja, der war schwer zu kontrollieren und geht am Tor vorbei. Ja, nach der Führung von Städten-Kleingartach war auf einmal der TSV Rotenheim die dominierende Mannschaft hier in Kleingartach. Sebastian Hausmann mit seiner nächsten Möglichkeit. Aber auch die vergibt er einfach. Ja, zu einfach, muss ich sagen. Hätte man mehr draus machen können. Und weiter geht's mit ihm. Wieder Sebastian Hausmann hier über die linke Seite, setzt sich schön durch, geht dann aufs Tor von Simon Horn zu. Und auch den vergibt er relativ easy. Ja, hätte schon 1:2 oder 1:3 stehen können, nur durch die Chancen von Sebastian Hausmann. Dann aber auch wieder mal die Hausherren aus Städten-Kleingartach mit der nächsten Möglichkeit. Ball springt ja ein paar Mal auf und dann Selami Zehren, schöner Drehschuss, allerdings einiges übers Tor. Aber mehr war zu diesem Zeitpunkt von ihnen nicht zu sehen. Dann vielleicht mal mit einer Standardsituation, Ecke, Marcel Öxner, immer gefährlich. Und auch dieser Herr, Kopfball von Florian Stetter am Tor vorbei. Die 41. Minute. Wieder der TSV Rotenheim. Jetzt mit dem langen Ball, sehr langer Ball. Und der wird dann abgeschlossen von Marco Heinrich. Ja, der eine oder andere meinte, hätte Simon Horn nach dieser langen Flugphase aus dem Tor kommen können. Ja, hätte aber auch der eine oder andere Abwehrspieler anders stehen können. Auf jeden Fall haben wir so ein wunderschönes Tor von Marco Heinrich über Simon Horn drüber. Und der verdient ja Ausgleich hier in Kleingartach für den TSV Rotenheim. Einen haben wir noch in der ersten Halbzeit, kurz vor Ende. Möglichkeit Timo Rauscher, aber der war dann doch zu ungefährlich und so geht man mit einem 1:1, ja, durchaus gerechtfertigt in die Pause. Die zweite Halbzeit und wir beginnen wieder mit dem TSV Rotenheim. Horn steht ein bisschen weit außen, aber auch der, ja, einfach vergeben, auch kein richtiges Schuss. Dann der 52. Minute. Wieder mal eine Möglichkeit für die SGSK 2000. Schön durchgetankt hier von Florian Stetter. Aber dann der Abschluss auch viel zu schwach, hatten wir heute mehrmals, und direkt in die Arme von Patrick Schütte. 54. Andere Richtung, Daniel Hafendorfer. Ja, solche Dinge haben wir von ihm schon oft auch im Tor gesehen. Super Schusstechnik, was das angeht, aber dieses Mal versemmelt er ihn zum Glück von Städten-Kleingartach. Und wieder der TSV. Nächste Möglichkeit. Hausmann und Horn.
Diesmal trifft er wirklich gut. Fantastischer Schuss und mindestens genauso schön pariert von Simon Horn. Ran auf der anderen Seite. Marcel Oechsner wird hier geblockt. Auch wieder gute Möglichkeit. Und jetzt kamen auf einmal die Hausherren wieder besser ins Spiel. Machten mehr Druck aufs Tor von Patrick Schütte. Nächster Schuss und das war auch schon mal ein bisschen was, was man Schuss nennen konnte. 13 Minuten noch zu spielen hier in Kleingartach und weiter geht's mit Stetten Kleingartach wieder auf Marcel Oechsner, dann durch auf Maurizio Hönige. Ja, frei vorm Tor, aber kriegt das Ding nicht unter. Nächste Möglichkeit, wieder Stetten Kleingartach, schön reingebracht hier. Erstmal vorbei, dann Sven Gartner, Serdan Bakacak. Aber auch sowas haben wir schon durchaus besser von ihm gesehen. Vielleicht Standardsituation. 5 Minuten vor Schluss. Serdan Bakacak direkt auf Patrick Schütte. Aber wie gesagt, auch das war schon mal ein Schuss. Ball bleibt aber im Spiel. Sören Holzwart spielt nochmal zurück. Dann kommt der Ball zu Marcel Oechsner. Der zieht ab. Fantastische Parade von Schütte. Aber dann Sven Gattner steht komplett frei außen und kann den Ball reinmachen. Die 2:1 Führung für Stetten Kleingartach. Ja, wir hatten uns eigentlich alle schon mit diesem 1:1 abgefunden. Und das schauen wir uns gern nochmal an. Schütte mit einer Hand pariert. Aber seine Abwehrspieler lassen Sven Gattner hinten ganz alleine stehen. Und der bringt Stetten Kleingartach kurz vor Schluss in Führung. Einen haben wir noch. Dennis Weber mittlerweile ins Spiel gekommen, geht hier über die rechte Seite. Bremst da nochmal ab. Keiner geht ihn richtig an und durch die Beine des Abwehrspielers und ins Torwart-Eck. Patrick Schütte erneut überwunden. 3:1. Ja, klein bisschen zu hoch vielleicht ist das Ergebnis, aber so ist Fußball. Dennis Weber, gerade erst ins Spiel gekommen, macht hier den Treffer. Aber auch das sieht man, da wird nicht energisch genug rangegangen und so hat er die Zeit und trifft auch. Ja, mehr wie eine Vorentscheidung hier kurz vor Ende der Partie. Ja, und das war's dann auch. Stetten Kleingartach schlägt den TSV Bodenheim mit 3:1. Wie gesagt, alle waren sich ein bisschen einig. Unentschieden wäre vielleicht gerechter gewesen, aber so ist halt mal Fußball. Und wir haben noch Patrick Schütte, den Torwart vom TSV Bodenheim, Maurizio Hönige und Sören Holzwart zum Interview. Ja, 3:1 gegen TSV Bodenheim. Bei mir Sören Holzwart und Maurizio Hönige. Ja, so die Offenbarung war das heute, ne? Und zum Schluss 3:1 hört sich besser an, wie das ganze Spiel war. Sag mal, was aus Abwehr? Abwehr war heute. Eigentlich bis zum 1:0 immer richtig gut gespielt. Nach dem 1:0, dann weiß ich nicht, keine Ahnung, Blackout von der kompletten Mannschaft. Dann hat Bodenheim verdient 1:1 gemacht. Und eigentlich hätte Bodenheim heute einen Unentschieden verdient gehabt. Bei euch vorne sah es auch nicht viel besser aus. Viele Möglichkeiten liegen lassen. Ja, ich denke mal, in der ersten Halbzeit haben wir fast gar keine Chance gehabt. Die zweite Halbzeit war dann besser. Klar, die Chance müssen wir machen. Haben wir dann zum Schluss auch gemacht. Das zeichnet uns halt aus, dass wir immer ein Tor machen können. Aber ja, wie gesagt, Bodenheim hätte auch den Punkt verdienen können. Was sind eigentlich genau die Spiele, die eigentlich zum Schluss entscheidend sind, wo du heute sagst, schon ein Punkt wäre verdient gewesen? Jetzt hast du drei gemacht. Ist das, dass man oben steht, oder? Ja, schon Glück. Scheint so. Alles ist es auch nicht recht. Ja, weiter so. Weiterhin Tabelleführer oder Platz 2, punktgleich, passt. Dankeschön. Danke. Ja, 3:1 Niederlage hier in Kleingartach bei mir. Patrick Schütte, der Torwart. Ja, sag schon, wir haben es gerade von Städte gehört. 1:1 wäre für dich, oder Unentschieden wäre verdient gewesen. Wie siehst du es? Ja, wahrscheinlich schon. Wir haben uns halt hineingestellt. Vor dem Spiel haben wir Aussage gekriegt, dass das schwerste Spiel ist schon. Gerade gegen jetzt gute Städtener Mannschaft, die oben mit dabei sind, punktgleich mit Kleingartach, um den Aufstieg mitspielen. Wir haben gewusst, wenn wir mitspielen, dann werden wir wahrscheinlich verschossen. Deswegen in den Neistelle und halt auf Konter, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben mit dem Sebi Hausmann vorne drin. 2-3 Nadelstiche setzen können, natürlich unglücklich. 1:0, ich denke mal, es war abseits, jedenfalls vieles gesagt, es war Abseits-Tor. Gut zurückkommen, gekämpft, bis kurz vor Schluss und dann wieder unglücklich. 2:1 nach hinten und dann Konter nochmal 3:1. Ich denke, Unentschieden wäre gerecht wie heute, aber sonst ist furchtbar. Beim 2:1 hast du mir richtig leid getan, weil du hast vorher eine Wahnsinnsparade gehabt. Ja. Und dann der Nachschuss kriegst du auf einmal so. Ja.
Beim 3-1, sag was, sagst du? Ja, 3-1, unglücklich, zieht nach innen, spielt dem Verteidiger stark durch die Füße durch und ich komme noch dran, aber es hat leider nicht gereicht. Und ein kurzes Eck sieht natürlich beim Torwart immer ein bisschen doof aus, Torwart-Eck, aber ich glaube, das dritte war nicht mehr ausschlaggebend heute. Da lag es dann eher am zweiten Gegentor, wo man dann hinter den Freisteher sich holen raus und dann kommt er halt noch zum Schuss. Ja, schade für eine aufopferungsvolle Leistung heute. Leider nicht belohnt gewesen mit einem Punkt. Jetzt kommt Erlenbach auf die Heide und dann müssen wir halt 3 Punkte holen, ganz klar. Auf der Heide sollte eh andere Macht, oder? In der Hinrunde hat es nicht ganz so ausgesehen, ja, okay. Aber wir sind daran noch zu arbeiten, die Heide wieder zu einer Festung zu machen. Alles klar, danke schön. Bitte. Are you ready? Showtime. More bang for your buck.